Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbönchen. Hallo? Ah, jetzt geht's wieder. Bei mir ist er gerade festgefroren. Ich weiß gar nicht, was los war. Komisch. Liegt wahrscheinlich an den ganzen Items, die hier in den Kisten liegen. Ja, ja, wir haben gerade eben diesen Planeten unten erkundet und gehofft, dass es so eine Art Erde ist. Wir haben so ein bisschen rumgesucht, aber noch keine passende Heimatbasis gefunden. Und da unten haben wir wieder so zwei, drei Dinge mitgenommen, die jetzt aber nicht der Rede wert waren. Deswegen haben wir das mal ohne Aufnahme gemacht. Ich habe eine Sache noch gefunden, so ein Circuit Board. Das packe ich nochmal ganz kurz in unser Schiffslager. So ein Schaltkreis-Gedingse. Und 21 Bomben habe ich jetzt noch irgendwie rumfliegen. Die tue ich mir mal 2945. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, Mann, da will ich mal die Bomben. Die lege ich mir mal ins Inventar. Und 4 Kiwis habe ich auch noch. Da muss ich mal gucken, ob ich mit denen noch was anfangen kann. Und ich habe einen lustigen neuen Helm. Den schenke ich dir gleich mal. Ja, da freue ich mich. Und so eine Hikerhose, aber die sieht einfach nur aus wie eine braune Hose, so Indiana Jones mäßig. Die ist jetzt nicht sonderlich spannend. Und der Helm. Lalala. Huch, nee, falsch. Lalala. Sieht geil aus mit dem Bart beim Affen. Finde ich. Warte mal. Aber ich gebe dir den. Warte mal, ich gebe dir den mal gerade. Wo bist du denn? Da. Jui. Setz mal auf. Sieht es echt aus wie so ein Bauarbeiter. Willst du vielleicht noch hier die Hose haben? Warte. Mal gucken. Alter. Ja, geht doch. Wie geil. Du Rocker. So. So, die Frage ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, wir wollten ja was machen, wir auf dem Planeten hier, weil wir haben es jetzt aufgegeben, gerade mal einen Heimatplanet zu finden, zumindest hier im Alpha-Sektor, und haben überlegt, wir fliegen mal weiter nach Gamma, aber dazu müssen wir natürlich erstmal was machen. Walte deines Amt. Ja, Moment, das kann sich nur um Jahre handeln. Ich hoffe, wenn du jetzt die Sachen da zusammenbaust, dass du den auch manuell noch zusammenbauen kannst. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, wir brauchen auf jeden Fall Steel Bars. Wollen wir diesen Metalldings da oben nicht lieber mitnehmen und unten das Ding bauen? Nee, wir nehmen ja die Einzelteile mit. Wir müssen die ganzen Einzelteile bauen und dann können wir erst den Roboter bauen. Achso, okay. Ich dachte, wenn du die 4 Sachen im Inventar hast, dass sich das vielleicht alleine zusammenbaut. Ja, das wäre noch schöner. Geht so ein Ding in der Hose auf. Ja, ich weiß ja nicht. Ungeil. So, ich crafte hier ganz kurz. Lalalalalala. Ich sehe gar nicht, wie viel ich crafte. Lalalalala. Aber Steel Bars kann man eigentlich nie genug craften. Hey, hau aus. So, hier, die Refinery würde ich auch gerne machen, geht aber momentan nicht. Artificial Brain. Zack. Craft. Das Gehirn habe ich. Roboter Legs. Roboter Head. Und jetzt brauche ich noch Chest. Brauche wie viel? 30 Steel Bars und das braucht 15. 30 und 15. Okay, da brauche ich noch ein paar Steel Bars. Hallo? Lieber? Mach ich mal gerade 45. Craft. So, Robot Chest. Zack. Und jetzt fehlt noch Robot Arms. Zack. Und jetzt brauchen wir noch 3 Steel Bars. Und schon habe ich einen Inactive Robot. Cool. Und den probieren wir gleich mal. Ja, den probiere ich gleich mal im Schiff aus. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, der wird uns bestimmt helfen als NPC. Man kann ja so Pets machen, der wird bestimmt so ein Pet. Ich hab Angst. Ja, ich auch. Nee, ich lass das mal lieber. Was konnte ich hier noch? Robotic Crafting Table. 20 Steelbars und ein Prozessor. Haben wir bestimmt. Ja, Prozessor habe ich leider nicht. Ich habe nur so eine komischen Dingens gefunden. Naja. Okay. Ja, hier im Schiff kriegen wir den eh nirgendwo hingebaut. Also würde ich mal sagen, wir gehen mal in die Oberfläche. Das war übrigens der Planet, den wir halt ein bisschen abgesucht haben, aber der war jetzt irgendwie, naja. Der ist nicht so spannend. Nee, gab's halt einen Tempel oder so, aber das war's auch schon. Au. Alter, diese scheiß Kackmäuse. Ja, die sind richtig nervig. So, wir dachten halt, das hier wäre so ein erdähnlicher Planet, aber leider... Im Hintergrund Vulkane und bla, und da will man ja auch nicht wohnen. Das muss schon, ne? Da muss man schon. So, oh, was ist das denn hier Merkwürdiges? Nanü? Huch? So.
Hast du dieselbe Idee? Hier? Weiß nicht. Mein lieber Bauarbeiterfreund? Ich brauche erstmal eine Kippe. Oh, da kommen wir gar nicht hoch, sehe ich gerade. Nee? Nee, da ist zu. Na gut, schießen kann man hier jetzt nicht so wirklich. Frage ist ja, der Roboter kann ja wahrscheinlich auch hier hinflüchten, ne? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe so ein Ding noch nie zusammengebastelt. Ich habe auch während der Aufnahmepause haben wir noch ein paar Gehirne gesucht gehabt und haben noch zwei Möglichkeiten, den dann nochmal zu bauen. Falls wir jetzt verkacken sollten. Ja, kostet halt nur viel Stil, aber ganz ehrlich, Stil. Wenn wir was haben, dann ist es natürlich Stil. Wenn wir was brauchen, dann rufen wir bei der Brotherhood auf Stil an. Genau, wir sind auch Männer mit Stil. Ja. Das ist einfach klar. Oh, das ist ja süß hier rechts mit dem Vogelköpfchen da. Ganz cool gemacht. Sag mal, was passiert eigentlich, wenn man den hier in dieser Kammer einsperrt? Der schießt doch aber bestimmt auch mit irgendwas, oder? Ja gut, notfalls kann man ja dahin flüchten. Also hier. Ja, stimmt. Stimmt. Das kann er bestimmt nicht. Ja komm, hau raus. Probieren wir es mal. Er kann uns nicht mehr wie Mac wegfegen. Mac. Oh, da passt er sogar genau durch. Probier mal eine Sache. Nur mal so spaßeshalber. Ups. Erde ist jetzt natürlich nicht das stabilste. Oh Mist, ich habe 10.000 Pixel. Ich habe Angst, dass die dann weg sind, sobald der... check noch mal ganz kurz, ob du Hunger hast. Nee, ich habe gerade noch gefressen eben schnell. Gut, ich hau mir mal die Veggie-Soup, hau ich mir mal rein. Oh, sofort satt. Cool. Tja, lieber Tobi, ich teste noch mal ganz kurz diese Waffe hier. Aber die ist, Alter, die ist super langsam. Die macht 45 Damage pro Schlag. Aber ist dafür super. Auch langsam, ja, genau. Ich glaube, ich bleib da mal bei der hier. Wir haben nämlich keine Schusswaffen außer die Bögen. Wir sind echte Profis. So, soll ich mal? Ja, hau hin. Hä? Man kann den anschalten, soll ich mal? Ja. I should take it up to the planet surface. Was? Man muss den an der Oberfläche besiegen? Scheiße. Unser toller Plan. Gut, wahrscheinlich hätte es davon wahrscheinlich auch YouTube-Videos gegeben, weil wahrscheinlich sind auch andere so schlau gewesen. Mist. Ah, fuck. Scheiß Solartechnologie. Ekelhafter Umweltrotz. Aber die Frage, was ist, wenn läuft der mit Solarenergie? Weiß ich nicht. Mit Solarenergie. Ja. Hätte man einfach ein Loch graben können, dass der Licht kriegt. Aber. Ja, auch nicht, oder? Du? Hm? Pass mal auf. Ja. Ich mach da gerade mal was. Hast du mal was vorbereitet? Hm? Nee, noch nicht. Aber jetzt, wo du sagst. Ich bin gleich wieder da. Mhm. Ach, eigentlich kann ich hier komplett. Verstehst du? Ah. Okay, warte, ich muss erstmal wieder. Soll ich da mal ein Loch reingraben? Nee, nicht ein Dreierloch, nur ein Einerloch. Ach so, ja, warte. So. Piss. Piss mal den Tempel voll. Geil, das Wasser auch abläuft. Dauert jetzt ein bisschen natürlich. Bin ja der Kanalinspektor. Wehe, der sagt jetzt wieder, dass er hoch muss. Dann gibt's aber. Nee, glaube ich nicht. Wir sind ja an der Oberfläche eigentlich. Du, 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 du.
cool, die Pfeile werden noch langsamer im Wasser, finde ich gut. Ja gut, gleich ist da kein Wasser mehr drin. Die Frage ist nur, machen wir uns oben noch Plattformen hin? Ja, ist vielleicht gescheiter, oder? Pass mal auf. Hat keiner gesehen, schon gut. Der Baumeister. So. Baustellenführer Karel. Ah, ich darf ja nicht draufstehen. So, das macht doch eigentlich Sinn, oder? Ja. Also wenn wir den jetzt nicht... Wenn also, der jetzt hier nicht, dann, also, ne? Und vor allen Dingen, unser letzter Plan ist schon so gut aufgegangen, da wird der hier bestimmt funktionieren. Ja. So, ich kann auch easy hochjumpen. Also, Tobi. Robi, Tobi und das Flievertüt. Okay. Puh, bist du fertig? Ja. I should take it to the planet surface. Willst du mich verarschen? Kann doch gar nicht wahr sein. Also mehr Surface gibt's hier gar nicht. Was ist denn, wenn man hier... Wir sind doch hier an der Oberfläche. Was hat er denn für ein Problem? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht braucht er hier Licht aus dem Hintergrund. Deswegen versuche ich das gerade mal mit diesem billigen Trick einfach nur. Vor allem, was ist das für eine Zicke? Ja, ich weiß auch nicht. Da soll noch mal einer sagen, Menschen sind Zicken. Ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat. Scheiß Roboter, ey. Ja, ich mag... keiner bin. Ich hab diesen Roboter noch nie gemocht. Gut, dass du keinen Gefühlschip hast. Mit Roboter würde ich mich gleich umbringen. So, jetzt haben wir hier eigentlich... Will nicht, hm? Und wenn da drüber keine Erde ist und der einfach hier ist? Hat gut geklappt. Ich brenne. Alter. Boah, zum Glück kann der da nicht hochspringen. Das hat genau gereicht. Das mit der Erde war ein super Trick und Gott sei Dank sitzt er in einer Grube. Alter, wie viel steckt denn da ein, der Junge? Dieser Lümmel! Wie hässlich ist der vor allem? Alter, das sieht aus wie ein großer Arsch in seinem Kopf. Ja. Ich hiel mich mal ganz kurz. Na, warte, ich blende ihn mit der Taschenlampe. Das wird ihn verärgern. Was sagt er? Oh. Vor allem, wir haben den gebaut. Der muss doch nett sein zu uns. Der muss doch freundlich sein. Okay, jetzt komm ich mal ein bisschen lahm vor, wo wir den in der Grube haben. Ja gut, hat ja keiner gesagt, dass man das nicht darf, ne? Dink. Mit einem alten Löthammer. Schau dir aber Fresse. So. Heldenhaft. Oh, Prozessor. Cool. Da ging doch. Boah, war ein super Kampf. Alter, Tobi, Glückwunsch. Was haben die denn alle? Der war doch nicht schwer. Jetzt mal weiß ehrlich. Ich auch nicht. Lelelelele, wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Lelelelelele. Mega-Effekte. Pyrotechnik. Mist, die Bomben habe ich gerade nicht aktiviert. Okay. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt eine Prozessorbank, oder? Braucht man die wahrscheinlich für den Sektor, ne? Für den neuen. Ja, ich meine, wir haben ja genug Platz hier überall. Hier stehen da sinnvolle Sachen rum, wie ein Klo und Weihnachtsbaum. Obwohl ich den Weihnachtsbaum ein bisschen stilvoll finde. Erinnert mich ein bisschen an Weihnachten. Ja, echt? Warum? Ja, weiß ich nicht so. Er ist grün. Also hier kann man übrigens diese Space-Helmets bauen. Da braucht man aber noch Meta-Block. Hardened Monster-Plate habe ich 4 Stück. 15 brauchen wir dafür. Das heißt, das wird noch dauern, bis wir die kriegen, diese fetten Helme hier. Alter, sind die fett. 45 Energie, 13 Schutz, Rüstung. Ich weiß gar nicht, wie meiner gerade hat.
Ja, den will ich haben. Den will ich haben. Und der Space Helm sieht ja ganz cool aus auch. Sehen beide ganz geil aus, aber gut. Hä? Hm? Ich guck mir gerade nur die Sachen an. Okay, wo ist denn? Hier ist immer so alles so schön übersichtlich. In dieser Liste. Robotic Crafting Table. 20 Steel Bars und ein Wooden Crafting Table. Beides haben wir hier drin. So, eine nehme ich mal mit. Steel Bars haben wir noch 12 Stück, aber zum Glück kann ich ja noch welche craften. Dann mache ich nochmal 8 Steel Bars. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, Robotic Crafting Table. In der Hoffnung, dass das die richtige Entscheidung war. Robot, wo ist denn das Scheißding? Hallo? Ach, da oben wieder. Mini, 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 mini. Guck mal, ein Selbstbefriedigungstisch. Ja. So, was kann man da? Starmap Upgrade, MK3. Steeber, 5 Stück. Soll ich dir auch gleich mal eine machen? Ja, das wäre cool. Kannst du machen, ja. Dann mach ich das mal. Dann mach ich da direkt 2 Stück. Zack. So, also viele andere Sachen kann man hier jetzt nicht machen, oder? Ich glaube... Weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ich glaube, du kannst die nur machen. So war das doch, oder? Aber wieso? Ich habe gerade einen Haar und wieso? Wieso kann nur ich die machen? Weil du dieses Ding gebaut hast, oder? War das nicht so? Nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, es ist auch je nach Rasse, kann man verschiedene Sachen bauen. Ah. Wenn ich jetzt wüsste, ach, das Star-Map-Upgrade habe ich da wieder irgendwo. So, hier, zack. Bitteschön. Juhu. Star-Map upgraded. Wir können ab sofort in die Gamma-Sektion. Und ich weiß genau, was wir da als erstes machen. Kann ich mir vorstellen. Sie wissen es doch auch, Herr Kollege. Hab doch da mal was gehört, ne? Oh, hier, Survival System gibt's hier einmal. This backpack creates a breathable field of oxygen around the Vera. Das ist ja geil. Wiring Station, it's time to take chances, make mistakes, get messy, was immer das heißt. Paint? Dura-Stil? Hier, ein Paint Tool. Primary Fire applies paint, secondary change the color. Metalbox Station kennen wir schon. Da können wir noch ein bisschen ausprobieren hier. Ja, Titanium Panel, Alter. Und vor allen Dingen, es müsste doch dann theoretisch an die Rüstung, war ja nicht hier bei dem Ding. Ah, hier Toxic Table kann ich ja herstellen. Mit Toxic Top. Kann man auch Toxic Tables herstellen und Toxic Chest. Ah, okay. Rainbow Unicorn. Rainbow Wood braucht man. Und noch ein Crystals. Verdammt. Ich will diese Statue haben. Hey, hier gibt's einen Portable Pixel Printer. Unlock the ability to craft small high-tech items on the fly. Ach, das ist nur so ein 3D-Printer zum Mitnehmen. Ja, genau. Das ist ja geil. Ja, was, hat sich gelohnt, das Ding auf jeden Fall. Silberbar und Goldbar, das kann man sich eigentlich mal bauen, so ein Ding. Schau, dass wir keine Gold- und Silberbars mehr haben. Überhaupt nicht, weil ich gerade alle eingesteckt habe. So, warte, ich leg sie gleich wieder rein. Oder soll ich da auch gleich mal einen bauen? Was denn, was denn nochmal? Ja, ich habe da so einen Portable Pixel Printer, habe ich da auch mal gebaut. Ach, cool, cool. Warte, hier, lalala. Oh, das ist so schön, das ist so schön. Da freuen sich die Augen. And now print small high-tech items without crafting table. Yeah. Ist irgendwie geil. So, dann leg ich mir da oben mal rein, hm? Baust du dir halt einfach mal so eine Tür zusammen, ist klar. Aus dem Nichts vor allen Dingen. So eine Sliding Door auch noch. You can now print Eier. New Blueprints have been unlocked. Hallo? Wie printet man damit? Rechtsklick oder was? Linksklick. Hä? Du musst das links klicken und dann lernt er das. Aber wo ist das Menü dazu dann? Ach, da musst du ganz normal im Crafting-Menü oben rechts. Er erweitert quasi dein Crafting-Menü, was du oben hast. Was ich oben... Wo habe ich denn oben... Dieser Schraubenschlüssel. Ach, das Basic rechts. Crafting. Ah, okay, ja, das ist ja geil. Cheap Light, Bipapo, Hightech, Nano Stuff, provides exceptional heat. Das ist ja geil. Nano Wrap Bandage.
Geil, neue Bandages. Mhm. Was braucht man dafür? Oh. Pixel? Ach, Bandages einfach nur. Das ist ja geil. Und 50 Pixel pro Stück. Oh. Und Lego-Blöcke gibt's auch. Wollte gerade schon 240 eingeben und. Lego-Blöcke gibt's auch. Lego, oh cool. Die wir nie benutzen werden. Reinforced Tech Block. Aha. Wiring Heights beneath this reinforced high-tech plated material. Kostet nur Pixel. Aha, aha, aha. High-tech Block. This looks high-tech. Cheap light. Aber wir haben ja eh so viel Krams von so vielen Planeten, wir brauchen das ja alles gar nicht eigentlich. Nee, irgendwie nicht. Aber schön, dass es da ist. Also, ja, gut. Freue ich mich schon ein bisschen. So, was haben wir denn noch? Iron... Ach, hier die Toxic Lamp. Achso, hier war ich ja eh schon durch. Oh, ist voll schön. Warte mal, so eine craft ich gerade mal. Oh, hier kann man auch schon das Star Map Upgrade 4 bauen. Aber da braucht man einen Drachenknochen für. Was total realistisch ist. Okay, leider passt diese Lampe hier nicht hin. Guck mal, siehst du das, was ich gerade habe? Nee, das siehst du wahrscheinlich nicht. Ich sehe nur was pinkfarbenes, lilanes, was du da in der Hand hast. Ja, ja, ich habe hier so eine Flower Light. Sieht ganz cool aus eigentlich. Ah, aber, cool. Aber die passt hier einfach nirgends ins Raumschiff. Weiß ich gar nicht, was du da für ein Problem mit hast. Komisch. Wo es hier doch so geräumig ist. Ich muss generell aber eh mal gucken, was ich noch alles wegräumen kann. Wie zum Beispiel... Diese Waffe packe ich mal da unten hin. Cooking Table haben wir theoretisch auch noch übrig hier. Crafting Table kommt da rein. Hier habe ich noch den Avian Throne. Das schmeiße ich mal alles weg. Das, da habe ich ja nur vorhin ein bisschen was ausgeräumt. Das schmeiße ich ausnahmsweise einfach mal weg. Ich habe nämlich gerade gar keinen Bock mehr einzusortieren. So, ein bisschen Fleisch. Blip. Ich denke schon mittlerweile erzählt, dass ich mittlerweile 4000 Holz habe. 4000 Holz? Boah, ich habe 2000 in die Kisten gepackt, in die Dingens gepackt. Boah. Würde ich dir vielleicht auch mal empfehlen. Ja, ich packe einfach mal hier zwei Stück rein. 2000 verheizen. Denn ich fürchte, wir werden es auch brauchen. Ich hoffe ja ehrlich gesagt nicht. Nur, dass wir jetzt mal eine Bleibe so langsam finden. Also das erste, was wir machen, wir fliegen mal irgendwo in den Gamma-Sektor. Was, ob das eine gute Idee ist? Mit unserer Rüstung? Deine Rüstung hast du geupdatet, ne? Ja, außer, warte mal, ich konnte mir nur noch nicht die Soldiers Chestpiece machen. Warum aber nicht? Was fehlt dir noch? Ich glaube, das waren die Pixel. Ich glaube, das kann ich mir aber mittlerweile mal machen. Dann mache ich das mal. Ah, okay, noch. Das ist gut. Pixel-Kompressor. Aber den kriegen wir hier nicht mehr rein in die Bude. Scheiße. 20 Titanium-Panels. Okay, Titanium-Panels haben wir hier nicht hier. Haben wir die vielleicht in der Kiste? Ich glaube nicht. Light Metal, Wall Panel, Wall Panel, Light Metal. Nein, kein Titanium. Wo kriegt man denn die Titanium-Panels her? Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt, als ich bei der einen Rüstung gerade geguckt habe. Brauchst du die für deine? Nee, da brauche ich nur... Ach hier, Titanium-Panel, da, ich habe schon. Aus Titanium-Bars. Drei Stück. Ach hier, Decoy-Princess. Damit kann man den Drachen doch anlocken. Aber ich würde sagen, das machen wir noch nicht direkt. Machen wir sofort, habe ich gehört. Ja, ist ein guter Plan. Wenn man ein bisschen Action reinkommt. Ja, der Roboter war jetzt ein bisschen lahm. Ja, wir haben es uns halt auch einfach gemacht. Ne? Was? Ist ja auch nicht schlimm. Was? Wir haben es aber geschafft. Finde ich auch. Oh, hier. Was ist das denn? Insurge, Alter. 70? 17?
Gold Helmet und Titanium Bars, okay. Titanium Door. Titanium Chair, sieht voll cool aus. Titanium Bed. Boah, sieht voll geil aus. Die Titanium Sachen sehen voll geil aus. Ich muss leider mal das Gold klauen, ein bisschen. Achso, hier ist die Code ist übrigens fertig. Ich klaue die mal raus, ne? Ja, ja. Bei dem anderen hast du nicht auf Smelt gedrückt, das habe ich gerade mal gemacht. Oh, scheiße. Naja, passiert. So, das Gold klauen. Du brauchst wahrscheinlich auch Gold für die nächste Rüstung. Jetzt kann man nämlich schon die nächste Rüstung bauen. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, dass ich erstmal die normale hinbekomme. So, ich baue mir mal Gold Greaves. Gold Helmet. Sieht genauso scheiße aus wie immer. Boah. So, und dafür braucht man wie viel? Ja, Titanium. Ach, Titanium haben wir noch gar nicht. Das kriegen wir erst im Gamma-Sektor. Das ist ja neues Material. Stimmt ja. Ich bin die ganze Zeit von Platin ausgegangen, aber das ist ja Titanium, was anderes. Ich doof. Ist ein neues Dings dazugekommen, ein neues Ohr. Cool. Ja, ja, ja. Da müssen wir, glaube ich, dann schön sammeln gehen. Kann man den Bogen jetzt auch wieder upgraden dann? Nee, ich glaube nicht. Iron Hunting Bow. Titanium, Titanium, Titanium. Die Titanium-Sachen sehen voll cool aus. Okay, dann gucke ich mal, ich vergleiche mal ganz kurz. Was habe ich denn da? Momentan habe ich da 9 Rüstungen. Das gibt 13. Die Füße sind 9. Da habe ich, wie viel? 6. Okay, lohnt sich also schon. Ich kann meine Rüstung jetzt wieder ablegen. So. Oh nein. Guck weg. Guck mal, Alter, ich bin ein Affe mit rosa Flügeln. Wo war denn das? Bei irgendeinem Disney-Film flog noch dieses Affen mit den Flügeln rum. Bei irgendeiner Hexe. Alter. Pass auf, jetzt wird es aber noch schlimmer. Alter, jetzt sehe ich aus wie aus der Nazi-Zeit. Könntest ein Hauptcharakter von Wolfenstein sein. Ja, aber wirklich. Und damit dann schön über die Planeten laufen, weißt du? Rockzock. Mit den rosa Flügelchen. Gay Nazi. La 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 la. So, ich glaube, da. Ja, ich mach mal lieber das Ding hier wieder drauf. Hä? Ach so, dann kann ich trotzdem so aussehen mit den Sachen. Das ist natürlich auch ganz geil. Aber ich fand das Ninja-Ding eigentlich ganz cool. So, mal gucken. Bald mal diese Waffe hier gerade draußen. Hast du einen Mantel an? Nee, das gehört zur Rüstung. Cool aus. Eigentlich schon, ne? Ja. Habt ihr diesen Ninja-Hut wieder drüber gezogen? Warte, ich hab hier Gold. Kannst du dir neue Rüstung machen? Ich hab Gold extra eingeschmolzen. Warte, ich pack das mal hier wieder zurück in den Dingens. Die Goldbars brauchst du dafür. Sind das die Goldrüstungen hier, oder wie? Genau. So, den Rest lasse ich mal ganz kurz, weil mehr Gold brauchen wir dafür eh nicht. Und dann den Rest brauchen wir Titanium, das holen wir uns dann im Anschluss. Du brauchst aber das Gold dafür, ne? Oder hast du genug Goldbars bei dir zufällig? Nee, ich habe nur mal gerade geguckt, dass ich jetzt auch gleich das Richtige baue. Also die Gold-Pressplate und sowas, ne? Genau. Kannst du nochmal die Rüstung vergleichen mit deiner bisherigen Rüstung, aber ich glaube, du wirst sehr zufrieden sein. Ja. Achso, hier übrigens ein paar Sachen, die habe ich noch so gefunden auf dem Planeten. Race Platform und sowas, das zeige ich gerade nochmal hier. Volcanic Plant, cool. Und ich glaube, da packe ich dann diese Rüstung auch rein, obwohl ich die Kopfbedeckung echt cool finde. Ehrlich gesagt vermisse ich ja hinten meine Lampe auf dem Rücken. Achso, ich kann da trotzdem so rumlaufen. Das passt einfach besser vom Look her als die rosa Flügel, ja, obwohl ich Lampe nicht aktiviert habe bei mir. Ich hab den nur als Look, quasi. So, Gamma-Sektor oder? Wir müssen nämlich Titanium sammeln. Ja, warte, ich räume hier gerade noch schnell meinen Kram zusammen. So.
Gut. Meiner damit jetzt aus, warte Als mal. Letzte Amtshandlung suchen wir uns heute nochmal einen Planeten raus. In der nächsten Folge besuchen wir den dann. Was denn? Alter. Voll der Psychobotter, ey. Aber du kannst ihn den Bauhelm aufsetzen, jetzt in den Augenslot. Warte mal. Nee, das der geht weg. Da gehen die roten Augen bei mir weg. Ja, ja, klar, aber sieht trotzdem cool aus. Ja, das stimmt. Hier, so ein ganz kleiner Jungle-Planet, Threat Level 3. Aber kleiner Jungle, wir suchen lieber einen größeren Planeten, oder? Da haben wir mehr Abbau. Ja, ja, ja. Alter, ja, ja. Das ist ja geil. Jungle, Arid, Grasslands. Biom Grasslands. Hui! Da düsen wir hin. Ich hab keine Ahnung, was uns erwartet. Wollen wir richtig gemein sein? Was denn? Vielleicht jetzt so, was uns unten erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, natürlich. Gamma-Sektor. Nach diesem Pille-Roboter, weißt du, da kann der Gamma-Sektor, wird der bestimmt easy. Glaub auch, wir rocken den jetzt gleich. Ach einfach. Klar, das wird easy popeasy, Alter. Da laufen wir durch und schlachten die alle ab. Oh, war ja. Patztot. Ja. Wir müssen auf jeden Fall vorher noch eine Kompresse für die Pixel machen. Ja. Oh weh. Ich frage mich, wie so ein Pixelblock kostet. Bestimmt 10.000, oder? Keine Ahnung. Weil 1.000 wäre einfach, das wären zu viele Blöcke auf Dauer. Hm. Aber wir fliegen ziemlich lange, ne? Ist mir aufgefallen. Ich muss auch pinkeln, aber jemand hat das Klo abgebaut. Mist. Ja, ich habe das mal da weggeräumt. Das ist dann scheiß ich wieder in den Ofen. Machst du neue Kohle? Das Geile an diesem Sonnensystem ist, wir haben hier auf jeden Fall viele Planeten, wie du im Hintergrund siehst, die wir noch abarbeiten können. Und ja, unten auf jeden Fall ein großer Planet und den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Freue ich mich drauf. Tschüss!